Moin Freunde und willkommen zu meinem neuen Workout. Heute möchte ich zusammen mit euch 250 Sit-Ups machen. Eine richtige Challenge. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt. Erstmal, es tut mir natürlich auch leid, dass es hier ein bisschen unordentlicher aussieht. Das kennt ihr vielleicht aus meinen Workouts gar nicht. Allerdings stecken wir komplett im Umzug und ich möchte natürlich trotzdem mit euch trainieren. Deswegen etwas andere Area heute. Ich würde sagen, wir gehen in die Ausgangsposition und starten direkt mit den ersten 50 Sit-Ups. Ich werde euch zwischendurch Musik einblenden, damit ihr noch ein bisschen mehr Motivation habt. In den Pausen werden wir drüber sprechen und wir starten in die ersten 50 Sit-Ups. Bevor es losgeht, Ausgangsposition, Punkt oben, so, oben an der Decke suchen, orientieren und denen immer entgegengehen. Die Schultern müssen schön abheben und ich würde sagen, let's go. Das waren die ersten 50 und es fängt ordentlich an zu brennen. Ich habe das Gefühl, dass ich die 250 gar nicht durchhalte. Aber der Bauch erholt sich schnell nach dem Satz. Und genauso ist es auch mit dem Bauchtraining. Bauchtraining könnt ihr wirklich fast täglich, also ich will damit sagen, die Regenerationszeit vom Bauch ist etwas höher. Könnt ihr regelmäßiger machen, je nachdem wie ihr das einbauen könnt. Aber es fühlt sich schon mal sehr gut an. Ja, kurze Pause, kurz regenerieren und dann starten wir die nächsten 50, denn wir haben ja 5 Sätze mit A 50 Wiederholung. 250 ist eine richtige Challenge. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich würde sagen, wir starten den nächsten Satz. Musik ab. Das waren die nächsten 50. 100 Sit-Ups. Wow. Das ist eine richtige Challenge. Kurz durchatmen. Ein Bauchtraining lohnt sich immer, gerade für den Rumpfbereich. Ne? Natürlich auch Antagonisten, Gegenseite, Rücken immer nicht zu vergessen zu trainieren. Aber gerade ein Bauchworkout gibt so viel Stabilität, hilft euch auch in den anderen Übungen. Ganz wichtig, nicht vernachlässigen, auch wenn man vielleicht noch einen etwas größeren Fettanteil hat oder ja, Körperfettanteil, dass man das Sixpack nicht ganz sieht. Es ist dennoch da und es wird euch auf jeden Fall helfen. Genau, außerdem, wenn ihr vielleicht zum Sommer hin euer Sixpack haben wollt, müsst ihr es ja auch trainiert haben. Genau, Sit-Ups, Basic-Übung, wirklich richtig gut. Man kann sehr viele Varianten einbauen. Ihr seht zwischendurch, dass ich mal auf meine Knie klatsche. Liegt einfach daran, um ein bisschen, ja, die 50,
ich würde nicht sagen, dass es langweilig ist, aber ich weiß, ich finde es spannender, wenn man, ich zähle selber immer durch, 1 bis 10, die nächsten 20 mit gegen die Knie klatscht. Das ist so eine leichte Motivation. Vielleicht könnt ihr euch dadurch auch ein paar Eselsbrücken bauen. Kurz durchgeatmet und ich würde sagen, wir gehen in den dritten Satz, starten zu den 150, also nochmal 50 Sit-Ups. Die werden hart. Musik ab! Wie geht's euch? Oh, das brennt schon ordentlich. Fühlt sich aber immer noch sehr, sehr gut an. 150 Sit-Ups sind drin. Keine Ausreden. Ich muss aber sagen, ich drehe es schon das zweite Mal. Eben ist mir die Kamera ausgegangen. Ja, keine Ausreden. Trotzdem 150 drin. Gleich zu den 200. Über die Hälfte ist geschafft. Denkt dran bei den Sit-Ups, ihr macht sie für euch. Auch wenn ihr sagt, ihr wollt die Challenge unbedingt schaffen, bleibt bei einer guten Ausführung, wenn man nachher die Kraft ein bisschen woanders herholt, weil es überhaupt gar nicht mehr geht, okay. Aber nicht selber bescheißen, es bringt euch dann weniger. Und wie gesagt, ihr macht das Workout ja für euch. Ich würde sagen, vierter Satz, ab zu den 200. Auf geht's. Musik ab. Vorletzter Satz geschafft. Wie geht's euch? Ich muss sagen, ich hatte vorher überlegt, das Video mit 500 Sit-Ups zu drehen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Würde ich sehr gerne hinkommen, aber 500 Sit-Ups ist schon Wahnsinn. Ich merke ja, wie die 250 jetzt schon reinknallen. Wow, ja. Was ist meine Motivation jetzt gerade? Ich freue mich. Ich weiß nicht, wann ihr das Workout macht. Ich drehe es gerade jetzt früh am Morgen. Ohne Frühstück. Einen Kaffee habe ich gerade noch getrunken. Und meine Motivation ist es zu sagen, nach dem Workout ist erstmal richtig lecker Frühstückszeit. Freue ich mich sehr drauf. Will damit sagen, auch zur Motivation, baut euch Eselsbrücken, baut euch Highlights, die euch vielleicht über die eine oder andere Hürde bringen. Wenn ich das geschafft habe, dann. So und so viel noch, dann kann ich endlich. Wenn ich das fertig habe, dann gibt es endlich. Punkt, Punkt, Punkt. Motivation, ganz wichtiges Thema, weil nochmal, wie schon am Anfang gesagt, ihr macht es für euch. Und da könnt nur ihr dran arbeiten. Es gibt nichts geschenkt. Ich würde sagen, wir starten in den letzten Satz. Ich habe Bock drauf, ich hoffe, ihr auch. Auf geht's. Musik ab.
Wow. 250 Sit-Ups geschafft. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Stretcht euch gerne, legt euch auf den auf den Rücken. Macht die Bauchmuskulatur schön gerade. Holt vor allen Dingen Luft. 250 Sit-Ups am Morgen gerne regelmäßig in euer Workout zusätzlich zu eurem Workout mit einbauen. Es ist wirklich sehr effektiv, auch für die anderen Übungen. Der Rumpf wird stabilisiert. Macht es, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr weitere Challenges wollt. Ich habe die eine oder andere noch vorbereitet für euch. Lasst uns gemeinsam fit werden. Ich sage danke, freue mich auf mein Frühstück und hoffe, ihr habt ein gutes Workout gehabt. Bis dann.